Aber habe ich auf dem Radar nicht eben noch einen zweiten freundlichen gesehen? Sehr eigenartig. Pass auf, und gleich kommt er hinter uns rein. Und dann sind wir tot. Drop cams, not bombs. In den Nacken rein, meine Güte. Give peace a chance. Schneekugel, da haben wir sie. So, auch wenn. Moment, jetzt ist da vorne das Rote. Hui. Eigentlich sollte ich. Warte, wie viel Schaden pro Sekunde hat die hier überhaupt? 157. Das ist leider nicht so viel. Also das klappt hier wahrscheinlich nur gegen schwächere Gegner. Was schade ist, aber es gibt ja auch noch genug schwächere Gegner. Nur das sind dann halt keine Todeskrallen oder andere Gegner, die uns in 2 bis 3 Schlägen töten. Nice. Sehr schön. Wir werden diese ganze Munition niemals bis zum Ende des Let's Plays verfeuern können. Aber das zu sammeln macht irgendwie trotzdem durchgängig Spaß. Ich glaube, wenn ich hier aufhören würde zu looten. Selbst wenn ich weiß, dass ich genug habe, ich glaube, dann wird mir der Spaß an dem Spiel auch größtenteils vergehen. Na, sagen wir zu einem guten Teil. Größtenteils ist vielleicht ein bisschen viel, aber zu einem guten Teil. Außerdem könnte ich wahrscheinlich eh nicht aufhören zu looten. So, da war ich schon. In dem Häuschen waren wir. Gut, dann gehen wir weiter nach oben. Tunnelgräberhaut. Stimmt, die habe ich vergessen zu verkaufen. Haben wir hier irgendwo ein Lagerfeuer, wo wir mal gucken können, ob man daraus irgendwas machen kann? Da oben brennt was, das könnte aber nur eine Mülltonne sein. War hier oben bei dem kleinen Camp was? Na, reicht das? Weg mit dem Buch. Geht nicht. Aktivieren, Lagerfeuer. Wildwasser. 50% Angriffsgeschwindigkeit, 2x Zielgeschwindigkeit mit Visiertrefferpunkte plus 2. Wow. Mit Jet? Holy shit. Okay. Blutschild. Ich hätte gern so eine Suchfunktion. Was kann ich mit Dingenshaut machen? Moment. Gerade wieder richtig hinsetzen. So. Gegerbte Schreckenhaut. Nee. Geisterblick. Geklont, geklont, geklont. Ja. Aus Jet, Nuka-Cola und einem Reinigungsmittelkarton kann man eine Rakete machen. Fuck.
Wolkenkuss. Also kann man mit dem Wolkenrückständen ein paar ziemlich gute Gifte machen. Aber ich finde hier gerade nichts für die Dingenshaut. Für die Tunnelkriecherhaut oder wie sie hießen. Ist hier ein Schlafsack? Schlafsack? Kein Schlafsack. Ich meine, wir haben volles Leben. Im Prinzip könnte ich auch einfach warten. Die Nacht hat zwar auch ihre Vorzüge, aber wenn ich zum ersten Mal irgendwas sehe, würde ich, also irgendwo lang gehe, würde ich auch gerne was sehen. Außerdem weiß ich nicht, wie dunkel die Nacht auf YouTube auch tatsächlich ist. Ich glaube, YouTube regelt das ja immer noch ein bisschen runter. Ich habe meine Spiele allgemein immer ein bisschen heller, deswegen dürfte das eigentlich gehen, aber ich will mal kein Risiko eingehen. Schade. Wie, das reicht schon, um zu sterben? Ja, okay. Doch, das kann durchaus reichen. Das sind schon ein paar Meter. Aber ich würde sagen, man bricht sich da eher die Beine, wenn man ganz blöd aufkommt, vielleicht ein paar innere Verletzungen. Aber direkt sterben? Aufpralltrauma? Ach, die fliegen aber auch echt schnell in die Luft. Da muss ich besser drauf aufpassen. So schnell komme ich da gar nicht hin. Das sind zwei Piepser, dann sind sie schon, dann fliegen sie schon in die Luft. So, sonst noch irgendwo. Hä? Nee, da lade ich jetzt mal. Moment. Zwischen den Steinen. Ich will mal gucken. Bin ich überhaupt schnell genug, um die zu deaktivieren? Da. Okay, das hätte ich sehen können. Gut, da bin ich selber schuld gewesen. Ich bin schnell genug, aber das ist... Ich muss sie wirklich vorher sehen. Bei normalen Minen klappt das vorher noch, aber... Also bei normalen Minen, die brauchen immer etwas länger. Dabei habe ich Sprengstoff doch auch mittlerweile auf 100, oder? Ich habe doch bis jetzt nur einen Wert, der nicht auf 100 ist. Ja, Sprengstoff ist auf 100 und trotzdem dauert das nur zwei Piepser. Wenigstens weiß ich jetzt, dass sie die zwischen die einzelnen losen Steine legen. Watz funktioniert nicht. Da ist jetzt keins, oder? Ich sehe da keins. Da wird man ja jetzt echt paranoid. Ich habe die ersten paar nicht gesehen. Oh, tote Todeskrallen. Na, ach. Ring.
Ah, zu weit weg. Da muss ich näher ran. Gut, erst kämpfen, dann plündern. Ich mache leider kaum Schaden. Komm, Nahkampfwaffe gegen Nahkampfwaffe. Sie haben das extra Markierung erhalten. Was macht das extra Markierung? Markiert. Sie sind von den Gezeichneten gefoltert worden. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. 10% Schadensresistenz und plus 10% Schaden gegen Gezeichnete. Nett. Das klappt schon besser. Also die Feinde dürfen definitiv keine gute Rüstung tragen. Ansonsten ist das nichts. Oder wird das nichts. Ja, der trägt auch wieder eine zu gute Rüstung. So. Jetzt plündern wir. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Brauchte ich irgendwie währenddessen... Oder habe ich währenddessen aus Versehen ein... Rüstung des gezeichneten Stammes angegangen. Das habe ich schon, ne? Ja. Stimpak zur Autoinjektion genommen. Wir haben genug Trefferpunkte. Allerdings haben wir auch einiges kassiert. Also ich bin mir nicht sicher. So, kann ich irgendwas reparieren? Ja gut, Schaden pro Sekunde, also ja, SPS, ist ganz nett. Aber der niedrige Schaden, 11 pro Dingens, wenn die dann halt schon eine Rüstung haben mit 10 Schadenswiderstand, mache ich halt nur einen Schaden pro Schuss. Das ist leider nicht so schön. Das bringt eigentlich nichts, ne? Dafür kann ich es dann auch verkaufen. Da muss man dann eben doch drauf achten. Also man kann nicht nur darauf gehen, möglichst viel Schaden pro Sekunde zu nehmen. Weil wenn sich der Schaden pro Sekunde wirklich nur durch die Feuerrate ausmacht, aber nicht Schaden pro Kugel... dann macht man bei gepanzerteren Zielen wirklich kaum Schaden. Deswegen müsste ich bei der 10mm mal gucken, also bei Sleepy Time, ob da nicht wirklich die Shoulder Mounted Machine Gun wirklich besser ist, weil die ja, glaube ich, 37 Schaden pro Schuss macht. Und natürlich auch eine adäquat gute Feuerrate hat. Wenn Sleepy Time jetzt zum Beispiel nur 20 Schaden pro Schuss hätte, aber Schaden pro Sekunde hat, würde ich, glaube ich, doch bei der Shoulder Mounted bleiben, weil dann bleibt nicht immer alles bei der oder an der Rüstung des Gegners hängen. Klappt vielleicht besser gegen ungepanzerte Ziele, aber ich glaube sogar die Deathclaws hatten einfach durch ihre dicke Haut auch schon ordentlich an Schadenswiderstand. Und die einzigen, die halt wenig Schadenswiderstand haben, das sind dann halt diejenigen, die man eh schnell klein kriegt oder die wenig Lebenspunkte haben. Also, ja, darauf achten. Altmetall nehme ich übrigens nur noch mit, weil man das zu Blei verarbeiten kann. Aber ich glaube, davon habe ich mittlerweile auch so viel, dass ich es
theoretisch nicht brauche. War ich drinne? Hier liegt auch eine Menge Altmetall rum. Und Blechdosen kann man auch in Altmetall verwandeln. Also im Prinzip, ja, ich glaube, ich brauche davon nichts mehr mitnehmen. Ich lasse es jetzt. Huch, den habe ich ja gar nicht gesehen. Auch wieder schön hier an irgendwas dran genagelt. Ins Gebäude gehe ich gleich rein. Will erst nach da. Oh, ist auch nur ein kaputtes Gebäude, ne? Ach, egal. Wenn es so viel zu looten gibt, weiß man gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Beziehungsweise zu entdecken. Ah, schau mal einer, guck. Ich jag mal direkt in die Luft, oder? Liegt hier irgendwas auf dem Boden? Sehe ich nicht. Gut, dann... Zadusch. Hat eine Höhle freigesprengt. Und immer so viel schön Munition. Ah. So schön. Mit radioaktiven Behältern oder beziehungsweise bleiverkleideten Metallkisten. So, Atemmaske. Ja, okay. Kann man alles mitnehmen. Hier auch. Ja, komm. Da kann man alles mitnehmen. So, jetzt haben wir auch eine voll reparierte Flare Gun. Und dann Atemmasken. Zack, zack, zack. Komm, springen. Ach komm, das muss doch klappen. Na dann halt nicht. Sieht auch ein bisschen zu steil aus. Diese Elektron, diese ECPs, was habe ich da gerade nochmal oder momentan für eine Waffe, wo ich diese Munition mit verwende? Ist das immer noch die Laser Thompson? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, da war ich auch schon. Weil damit oder dafür müsste ich ja mittlerweile auch schon eine Menge Munition haben. Du bist voll repariert, oder? Ja. Auch eine Menge Nachladebänke hier.
Poster. Sehr schön. Ich glaube, von denen werde ich nicht alle finden. Da sind die Sprengköpfe doch ein bisschen auffälliger. Als so Plakate an der Wand. Ich habe jetzt auch das hier gerade nur gesehen. Oh, Mensch. Das hier gerade nur gesehen, weil, weil plötzlich was unten aufgeploppt ist, dass man mit irgendwas interagieren kann. Ich glaube, die Sniper-Rifles kann ich dann jetzt auch mal wieder reparieren.